Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Oberhalb dieser zwei Mauern wird ein Dach vorgesehen, wie hier dargestellt. Berechne die Schräge Dachlänge L und die Öffnung dieses Winkels Alpha. Um diese Aufgabe zu lösen, werden wir in diesem rechtwinkligen Dreieck arbeiten, indem wir diese Kathete kennen. Es ist 7 Meter minus diese 5 Meter, also diese Kathete misst 2 Meter. Und diese Kathete kennen wir auch, sie misst 6,5 Meter. Also können wir in diesem rechtwinkligen Dreieck arbeiten mit dem Tangens von Beta. Der Tangens von Beta ist gleich zur Gegenkathete 2 geteilt durch die Ankathete 6,5, also so. Wir kennen den Tangens von Beta und suchen zuerst die Öffnung dieses Winkels Beta. Also fragen wir den Taschenrechner, welcher ist der Winkel, dessen Tangens gleich zu diesem Bruch ist? Dazu brauchen wir die Funktion Tangens hoch minus 1, die gelb eingetragen ist. Für gelb drücken wir zuerst die Shift-Taste, Klick, und jetzt die Tangens-Taste, Klick. Dann steht im Display effektiv Tangens hoch minus 1. Jetzt geben wir diesen Bruch ein. Also Bruch, der Zähler ist 2, Kursorklick nach unten, Klick. Der Nenner ist 6,5. Ich klicke jetzt noch einmal nach rechts und schließe diese Klammern, weil es mathematisch so sauberer aussieht. Man muss diese Klammern nicht unbedingt schließen, um zu erfahren, dass der gesuchte Winkel Beta 17,1027,2897 Grad groß ist. Wir übertragen diesen Wert nach hier. Und somit haben wir schon mal die Öffnung des Winkels Beta gefunden. Dieser Winkel hier ist selbstverständlich genauso groß wie dieser Winkel Alpha. Also hat Alpha als Öffnung 180 Grad minus Beta. Der Winkel Alpha beträgt also 180 Grad minus Beta. Von 180 Grad ziehen wir den gerade gefundenen Wert ab und finden so als Öffnung für Alpha ungefähr 162,89727 Grad. Einen Teil der Aufgabe haben wir erledigt. Jetzt suchen wir noch diese Länge L, das heißt die Länge der Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck. Da wir den Winkel Beta kennen, könnte man jetzt arbeiten mit Sinus. Denn der Sinus von Beta ist gleich zur Gegenkathete 2 geteilt durch die Hypotenuse L. So könnte man L finden. Man könnte auch mit Cosinus von Beta arbeiten, denn der Cosinus von Beta ist gleich zur Ankathete 6,5 geteilt durch die Hypotenuse L. Man darf aber auch mit dem Satz des Pythagoras arbeiten. Ich habe es hier so gemacht. Der Satz des Pythagoras besagt, dass L im Quadrat dasselbe ist wie 2 im Quadrat plus 6,5 im Quadrat. Daraus schließen wir, dass diese Länge L gleich zur Quadratwurzel von 2 Quadrat plus 6,5 Quadrat sein muss. Und daraus schließen wir sofort, dass die Länge L ungefähr 6,80074 Meter beträgt. Und die Aufgabe ist beendet.